Liebe Gemeinde im Aachener Dom, liebe Zuhörende und Zuschauende zu Hause, als Hauptgeschäftsführer der Solidaritätsaktion Renovabis darf ich Sie an diesem Pfingstmorgen ganz herzlich begrüßen. Wir sind mit diesem Gottesdienst der Einladung Ihres Bischofs Dr. Mussinghoff gefolgt, bei dem ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bedanke, hier und heute die Pfingstaktion dieses Jahres zu beschließen. Sie ist ein Zeichen der Solidarität zwischen den Menschen im Westen und Osten Europas. Als besondere Gäste aus dem Osten begrüßen wir unter uns Herrn Bischof Petru Gergel, der Bischof in Iași in Rumänien ist, und Don Mirko Šimić, den Caritas-Direktor von Sarajevo in Bosnien. Ich freue mich auch, dass Prälat Krämer unseres befreundeten Hilfswerks Missio mit uns bei diesem Gottesdienst dabei ist. Unter dem Leitwort Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, möchte Renovabis mit der Pfingstaktion in diesem Jahr die Situation der notleidenden und benachteiligten Kinder in Mittel- und Osteuropa ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Uns geht es dabei konkret um die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen in Mittel- und Osteuropa. Die Hilfe für Kinder spielt dabei eine große Rolle. Renovabis fördert zahlreiche Projekte, wie etwa die Betreuung von Straßenkindern, Waisenhäusern und Sozialzentren, Kindergärten und Schulen, die Integration von Roma und Menschen mit Behinderung, aber auch Katechese und Freizeitmaßnahmen. Auch wenn wir uns über viele positive Entwicklungen in Osteuropa freuen können, die auch durch kirchliches Engagement in unseren Partnerländern angestoßen wurden, die Folgen der gravierenden Umbrüche im Osten nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems wirken bis heute und sicher noch für viele Jahre nach. Eines ist dabei sicher: Die Lebenschancen der Kinder sind für die Zukunft der Gesellschaften im Osten Europas entscheidend. Liebe Mitchristen, ich bitte Sie nun herzlich, tragen Sie unsere Aktion mit durch Ihr Interesse, Ihr Gebet, durch konkrete Zeichen der Solidarität. Helfen Sie auch mit, den Kindern in Mittel- und Osteuropa Hoffnung auf eine gute Zukunft zu schenken. Schon jetzt sage ich Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Wir wollen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, hier im Dom und am Domradio, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir feiern das hochheilige Pfingstfest und beten: Sende aus deinen Geist und du machst das Antlitz der Erde neu. Und die lateinische Übersetzung spricht eben davon: Renovabis, Renovabis, Facem Terre. Du machst die Erde neu. Du machst unsere Herzen neu, du Heiliger Geist erfüllst diese Erde und du bist es auch, der die Christen in Mittel-, in Ost- und in Südosteuropa erneuerst. Und wir danken dir, dass wir dir dabei helfen dürfen. Bevor wir nun die heiligen Geheimnisse feiern, wollen wir unser Herz bereiten und Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr.
Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht, in der Einheit des Heiligen Geistes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie, unsere Sprache Gottes, große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Da
ist das Meer so groß und weit. Darin ein Gewimmel ohne Zahl, kleine und große Tiere. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Oh.
Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitbrüder, Freunde und Gäste aus dem Osten Europas, liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und am Domradio von Köln, wir feiern heute das heilige Pfingstfest. Wir feiern die bleibende Gegenwart unseres auferstandenen Herrn im Heiligen Geist, der ein ansteckendes und loderndes Feuer ist, ein Feuer des Glaubens und der Liebe. Und wir bitten Gott, dass sein Geist kräftig in die Asche unseres oft müden Glaubens bläst, damit die Flamme der Liebe und Solidarität kräftig auflodert. An Pfingsten bitten wir Gott, sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Von Gottes Geist erbitten wir, dass diese Erneuerung ausgeht. Renovabis heißt es dort. Gottes Geist soll unsere Erde und Menschenwelt renovieren, neu machen, dass unsere zerstörte und zerschundene Erde mit ihren Menschen, die so gelitten haben, die verfolgt wurden, in Gefängnissen und Lagern Zwangsarbeit verrichteten und hungerten, die um ihres Glaubens willen getötet und hingerichtet wurden. Wir denken an die Menschen in Mittel-Ost- und Südosteuropa, die unter dem atheistischen Kommunismus und Staatssozialismus jahrzehntelang gelitten haben, bis 1989 die kommunistischen Diktaturen in einer friedlichen Revolution zusammenbrachen. Das hat uns 1993 dazu geführt, die Aktion Renovabis ins Leben zu rufen. Eine Aktion der Solidarität in Gebet und Hilfe, um Gottes Geist zu bitten, diese an Leib und Seele geschundenen Völker im Glauben zu erneuern. Und dankbar schauen wir auf das Zeugnis ihres Lebens, ihrer Leiden und ihres tiefen Glaubens. Sie haben uns im Glauben getragen. Ich denke an den im letzten Jahr verstorbenen Kardinal Kasimir Zwantek von Minsk, der 20 Jahre im Gefängnis saß, 2 Jahre auf seine Hinrichtung gewartet hat. Oder an Kardinal Jan Koretsch,
der die Nacht der Barbaren und die Kirche des Schweigens erlitt und die vielen, vielen anderen. Wir schauen auf unsere Gäste, die mit Pater Stefan Dertmann gekommen sind und die Zeit nach dem Umbruch und der Freiheit mühsam gestalten. Bischof Petru Gergel aus Iasin, Rumänien, ein langjähriger Freund, Frau Oana Androne, die in Bukarest, Rumänien, ein Sozialzentrum für Kinder und Jugendliche im Elendsviertel Mondial leitet, Don Mirko Simic, der Caritas-Direktor des Erzbistums Sarajevo in Bosnien-Herzegowina, mit dem unsere Caritas zusammenarbeitet, Schwester Daniela Pilschikova aus Aglona in Lettland, wo sie als Psychologin, Sozialarbeiterin und Katechetin mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Wir danken Ihnen, dass Sie in diesen Tagen bei uns waren und sind, uns an Ihren Erfahrungen teilnehmen ließen und nun mit uns im Heiligen Geist Eucharistie feiern. Ihr Zeugnis der Erneuerung Ihrer Kirchen und des Heilens geschädigter und zerstörter Seelen ermutigt uns, die Aktion Renovabis mit brennendem Herzen und mit erleichterten Portemonnaies zu unterstützen. Die heutige 20. Renovabis-Pfingstaktion steht unter dem Leitwort und erstellte ein Kind in ihre Mitte. In den Geschichten der Evangelien über die Erscheinungen des auferstandenen Herrn haben wir in den vergangenen 50 Tagen immer wieder gehört, er trat in ihre Mitte. Jesus Christus tut den wichtigen Schritt auf seine Jüngerinnen und Jünger zu und führt sie zur festen Überzeugung von seiner Auferstehung. Er trat in ihre Mitte. Das ist sein Ort in der Kirche. Er gehört in die Mitte seiner Jüngerinnen und Jünger, damals und heute. Er spricht ihnen den Frieden zu. Er überzeugt sie von seiner Gegenwart. Seine Wundmale weisen den Auferstandenen als den aus, der am Kreuz zu unserem Heil gestorben ist. Er verheißt seinen Jüngern den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit einführt und mit dem Feuer seiner Liebe durchdringt. Er gibt ihnen die Weisung, alle Menschen zu lehren und zu taufen und ihnen die Sünden nachzulassen. Und er verabschiedet sich von seinen Jüngern mit einem Segen und bleibt doch im Heiligen Geist bei uns. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und nirgendwo kann man das schöner sehen als von ihrem Platz im Oktogon, wenn sie nach oben schauen und Christus sehen, der zum Himmel auffuhr und der einst wiederkommen wird. Wie aber ist der österliche Herr in unserer Mitte, indem er ein Kind in unsere Mitte stellt? Er stellt es heute in unsere Mitte und dieses Kind gehört in die Mitte unserer Kirche zusammen mit Jesus. Er weist uns heute auf die schwierige Lage von Kindern in Mittelost- und Südosteuropa hin. Die Kinder und ihre Familien sollen spüren, dass sie sich auf unsere Hilfe, vermittelt durch Renovabis, verlassen können. Diese Kinder heute haben den Umbruch von 1989 und die Leiden der kommunistischen Zeit nicht mehr miterlebt, aber sie leiden an den Folgen. Viele Kinder hungern und betteln. Viele haben keine Familien, sind Waisen, sind Straßenkinder. Ich habe es 1999 beim Weltfriedensgebet in Bukarest erlebt und gesehen, wie sie bettelten, und bin mit ihnen in die Schächte und Abwässerkanäle gestiegen, habe ihre Schlafplätze gesehen. Bildung, Schule, normales Familienleben, all das findet nicht statt. Aber schön war es, die Solidarität dieser Kinder untereinander zu erfahren, wie sie sich helfen, wenn sie krank werden. Und deshalb
ist es notwendig, dass Renovabis ein breites Spektrum pastoraler, sozialer und Bildungsprojekte fördert, das heißt konkret Heime und Tagesstätten für Waisen und Straßenkinder, ebenso für Kinder, die unter den Folgen der Arbeitsmigration leiden. Die Eltern gehen in den Westen Europas, um etwas Geld für ihre Familien zu erarbeiten. Und wir, unsere Gesellschaft, wir beuten sie aus. Sie haben keine Arbeitserlaubnis und leben illegal unter uns. Und viele unter uns nutzen ihre Arbeitskraft aus, zahlen Hungerlöhne und ein Spottgeld. Manche verschwinden einfach. Frauen verdingen sich aus Not in der Prostitution. Nicht überall, aber viel zu häufig finden wir solche Nöte. Von uns Christen ist Solidarität gefordert. Und diese Hilfe organisiert Renovabis. Auch geht es um Integrationsprojekte für Kinder aus gesellschaftlichen Randgruppen und aus diskriminierten Minderheiten wie den Roma. Unterstützt werden auch Sozialeinrichtungen und Heime für behinderte Kinder oder der Bau und die Ausstattung von pastoralen Kinder- und Jugendzentren. Religiöse Erfahrungen vermitteln die Projektpartner von Renovabis durch besonders geprägte Freizeiten, die Ferien mit Gott. Ebenso werden Schulen und Bildungseinrichtungen mit besonderem Profil gefördert, wie auch Beratungsangebote für Eltern und Familienzentren. Jesus stellte ein Kind in ihre Mitte. Er stellt es heute in unsere Mitte. Er ist der Auferstandene, er ist der österliche Herr, der es in unsere Mitte stellt. Er weckt unsere Solidarität, unsere Liebe zu diesen Armen, Bedürftigen, an Leib und Seele geschädigten und nicht selten verwahrlosten Kindern. Und es gibt gute Menschen in diesen Ländern, die sich für die Kinder einsetzen und dankbar unsere Hilfe annehmen und vermitteln. Renovabis unterstützt Partner in 29 Ländern bei der kirchlich-pastoralen, sozial-karitativen und zivilgesellschaftlichen Erneuerung. Seit knapp 20 Jahren sind es 18.500 Projekte bei einem Gesamtvolumen von 540 Millionen Euro. Wenn wir dieses Kind in unserer Mitte sehen, dann will Gott unsere Mitverantwortung wecken. Wenn wir Hilfe für Kinder im Osten Europas leisten, dann dürfen wir sprechen: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jesus stellt das Kind in unsere Mitte, sodass wir es nicht so schnell aus dem Auge verlieren. Wir verlieren es aus den Augen, wenn wir uns abwenden, wenn wir nicht hinschauen, wenn wir nicht hinhören auf das, was der Herr uns durch diese Kinder sagen will. Und so wollen wir gemeinsam in das inständige Gebet um Gottes Geist, um Geist und Gesinnung Jesu Christi einstimmen: Herr, sende uns deinen Geist und du erneuerst das Antlitz der Erde. Aber es geht nicht nur um unsere Hilfsbereitschaft, sondern es geht um unser inneres Sein, um unser Herz. Der Religionsphilosoph Bernhard Welte sagt treffend: Der Geist der Wahrheit ist uns gegeben und geschenkt. Wir sollen auf ihn achten, ihn bewahren und in immer neuem Gebet um seine Erneuerung bitten. Das einmal Geschenkte muss sich immer neu schenken und wiedergegeben werden an jenem Tag unseres Lebens und aus allen Wandlungen und Wendungen unseres Schicksals. Immer neu soll es uns berühren, der Geist der Armut des Herzens, der Geist des Dürstens und Hungerns nach der Gerechtigkeit, der Geist der kindlichen Klarheit der Augen. Er wird sich jedes Mal
wenn wir uns ihm neu anvertrauen, als der große Tröster erweisen, der unser Herz im Glauben und Leben freudig, heiter und frei zu machen vermag, der in der Düsterkeit das Licht verbreitet und uns behütet vor aller Enge und uns befreit von schwärmerischer und törichter Lebensblindheit. Amen. Credo in unum Deum. Pater omnipotens, factum et celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
Jesus Christus hat uns ermutigt, um alles zu bitten, was wir zum Leben brauchen. Seine Zusage, dass wir empfangen, um was wir bitten, trägt uns in dieser Stunde. Darum rufen wir voll Zuversicht. Hilf denen, die Verantwortung tragen in Kirche und Staat, Wirtschaft und Verwaltung, deinen Willen zu erkennen, in guter Weise zu leben und stets das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen im Blick zu behalten. Den Menschen im Osten und Westen Europas Entschiedenheit, einander in der Suche nach ausgleichender Gerechtigkeit zu helfen und einander in Solidarität und Liebe beizustehen. Stelle allen Kindern auf der Welt, die Not leiden oder ausgegrenzt und benachteiligt werden, Mitmenschen an die Seite, die sich für sie einsetzen und sie begleiten. Schenke all denen, die heute in unserer Kirche keine religiöse Heimat mehr finden, die Kraft ihrer christlichen Wurzeln und die Gemeinschaft des Glaubens wieder neu zu entdecken. Erfülle uns an diesem Pfingstfest mit deinem Heiligen Geist, der uns erneuert und ermutigt, unseren Weg in der Welt zu gehen und stets Zeugnis für deine frohmachende Botschaft abzulegen. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist allezeit mit deiner Gnade bei uns und mit uns. Erhöre unsere Bitten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus deinem Mund, so ohne seines Mannes, zu sehen für uns sein. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißungen deines Sohnes. Sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Benedikt, unseren Bischof Heinrich und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenke mir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten Gottes große Taten. Halleluja.
Lasset uns beten. Gott, unser Herr, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe der Heilige Geist in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, es segne euch Gott, der allmächtig und barmherzig ist, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja.